Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! 800 Corona-Infizierte gibt es in der Fleischindustrie in Deutschland. Ich habe die aktuellen Zahlen noch mal recherchiert. Ungefähr 400, davon schon wieder einige geheilt, in Birkenfeld, bei Müllerfleisch, meinem Wahlkreis in Pforzheim. Und dann noch in Bad Bremstedt, in Schleswig-Holstein, in Coesfeld, in Nordrhein-Westfalen. Und jeder Einzelne und jede einzelne Infizierte ist eine zu viel. Weil die Corona-Pandemie macht eins deutlich, sie richtet den Scheinwerfer wohin und ermöglicht diese Debatte. Und ich bin den Grünen ausdrücklich dankbar für die Beantragung dieser Aktuellen Stunde. Weil sie auch ermöglicht, dass wir uns gemeinsam vergewissern, wo wir stehen und wo wir auch vielleicht nicht stehen in dieser Debatte. Bitte? Und wo wir hin müssen. Ja, das gehört ja dazu am Ende des Tages. Und mir ist wichtig, Minister Heil hat es als Verantwortung bezeichnet. Ich bezeichne es immer als Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell der Fleischindustrie ist, und zwar der gesamten Industrie, deshalb haben wir nämlich schon drei solche Pandemiefälle in Deutschland. Es sind nicht einzelne Akteure, es ist ein System. Und dieses Geschäftsmodell beinhaltet wenig eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einen riesen Löwenanteil von Menschen aus Südosteuropa, die zu extremen Bedingungen und extremen Unterkunftsbedingungen und Transportbedingungen dort täglich schuften. Und deshalb geht es mir auch in dieser Debatte darum, zu sagen, wer hat hier eigentlich im Sinne des Gemeinwohls, im Sinne eines Arbeitsschutzes für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Beschäftigte die Verantwortung. Die Verantwortung liegt bei der Fleischindustrie, Kolleginnen und Kollegen, als allererstes bei den Unternehmerinnen und Unternehmern, und zwar für die ganze Kette der Beschäftigten. Weil was hier stattfindet, ist, dass man verschiebt auf Subunternehmen, auf Subunternehmen, auf Vermieterinnen und Vermieter, auf die Behörden, die angeblich nicht ordentlich kontrollieren und alles Mögliche. Es geht darum, die Verantwortung für diese Infektionsfälle liegt bei den Unternehmerinnen und Unternehmern. Und es ist mir ganz wichtig, dass wir da gemeinsam klar haben, dass es darum geht in dieser Debatte. Und natürlich ist es unerträglich, und ich glaube, für jeden Menschen, der das Herz am richtigen Fleck hat, muss es unerträglich sein, dass mitten unter uns Menschen leben, sich Matratzen teilen in Unterkünften, dafür Geld abgezogen bekommen, Arbeitszeiten haben, die weit über den 12-Stunden-Tag hinausgehen und oft 6 oder 7 Tage die Woche arbeiten. Das ist nicht überall der Fall. Aber es gibt doch verdammt viele Berichte, die sich häufen in diesem Bereich. Und deshalb müssen wir handeln. Und jetzt ist mir aber wichtig, als sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete, dass hier nicht so der Slang reinkommt, wir hätten noch nie was getan. Wir haben den Mindestlohn durchgesetzt, übrigens mit vielen Stimmen auch hier aus dem Haus, die damals nicht mit in der Regierung waren, mit unserer Arbeitsministerin Andrea Nahles. Wir haben Werkverträge und Leiharbeit reguliert. Wie wir immer wieder merken, leider nicht genug. Die Mehrheiten waren nun mal so, wie sie sind. Aber wir haben was getan. Und wir haben, und weil ich weiß, dass er auch zuschaut, will ich ausdrücklich Karl Schieverling danken für das gemeinsame Engagement, dass wir 2017 die Bedingungen in der Fleischwirtschaft massiv verschärft haben, gemeinsam in der Koalition. Wir haben das Messergeld abgeschafft, wir haben die Arbeitszeitdokumentation verschärft und wir haben die Generalunternehmerhaftung durchgeführt. Und jetzt wissen wir, wir müssen noch mehr tun. Mir ist aber auch wichtig, und deshalb will ich danach noch mal meine Kolleginnen und Kollegen von den Grünen anschauen, spricht ja nach mir auch Beate Müller-Gemmecke aus dem gleichen Bundesland wie ich. Ich bin in Pforzheim Abgeordnete. Ich beschäftige mich täglich, mehrere Stunden täglich seit Ostern, auch davor übrigens schon viele Jahre, mit den Arbeitsbedingungen der Fleischwirtschaft. 2013 waren bei mir im Wahlkreis ungarische Werkverträgler, die kein Geld gekriegt haben, die kampiert haben vor der Firma. Und ich bin wirklich bewegt, betroffen, dass ich kein einziges Wort zu diesem Thema von einem Regierungsmitglied der Landesregierung in Baden-Württemberg höre.
Und das heißt nicht, dass ich Schwarze Peter hin und her schieben will. Ich finde aber, zur Wahrheit in der Debatte gehört auch, dass wir nicht nur eine Haltungs- und eine Zukunftsdebatte im Deutschen Bundestag brauchen, sondern wir brauchen die auch in allen Landtagen, überall, wo wir Verantwortung haben. Da müssen wir auch gemeinsam hinstehen und das auch einfordern, egal wo wir aktiv sind. Und jetzt noch mal zu den Punkten, worum es mir geht, was verändert werden muss. Ein Projekt ist noch gar nicht erwähnt worden, nämlich das Projekt Faire Mobilität. Wir müssen dringend in der Koalition daran arbeiten, dass die Leute, die die Menschen beraten, die da zu schäbigen Bedingungen arbeiten, auch eine gute, dauerhafte Beratung haben und weg von der Projektförderung hin in die dauerhafte Förderung. Ansonsten sind viele Dinge gesagt worden. Kontrollen intensivieren, Arbeitszeitdokumentation, Arbeitsschutz ausbauen, auch gerne die Strafen ausbauen, die Justiz ermächtigen, Werkverträge in Kernbereichen der Produktion nicht zulassen. Es gibt viel gemeinsam zu tun. Und ich nehme auch wahr, dass nicht nur die Regierungsfraktion, sondern viele von der Opposition da mit uns unterwegs sind. Lassen Sie uns die Kraft gemeinsam nutzen. Die Menschen in der Fleischindustrie brauchen uns. Vielen Dank. Nächste Rednerin in der Debatte ist für Bündnis 90 Die Grünen die Kollegin Beate Müller-Gemmeke.